Showtime! Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Pokalfinale. Hier fiebern alle dem Anpfiff entgegen, Wolf. Tolle Stimmung im Stadion. Das könnte ein richtig gutes Spiel werden. Anpfiff und los geht's. Schauen wir mal auf die Aufstellung der Engländerinnen. Das sieht nach einem 4-5-1. Da reichen mahnende Worte. Das Spiel hat ja eben erst begonnen. Ja, sie werden den Ball scharf reinbringen und wir gucken, was sie draus machen. Schlägt den Ball rein. Sie kommt raus und hat den Ball. Stina Blackstenius. Scott. Guter Pass. Jetzt gibt es hier Ecke für England. Ecke kommt rein. Das Tor. Wichtig, ganz wichtig. Sie sind vorne. Gut gemacht. Den Treffer schauen wir uns gerne noch einmal an. Super aufgelegt per Ecke und ein guter Abschluss. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive an. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Rubensson. Der Ball ist weg und jetzt klasse gespielt. Keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Scott. Der muss natürlich ein bisschen genauer kommen. Dann wäre es eine gute Möglichkeit geworden. Jetzt haben Sie den Ball. Können Sie jetzt einen Angriff einleiten? Aslani. Sembra. Sega am Ball. Im Moment kommen Sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Das frühe Stören jetzt. Einwurf für die Schwedinnen. Sega am Ball. Rubensson. Nun Aslani. Stina Blackstenius. Jetzt vielleicht. Oh, war das knapp. Die Riesenchance zum Ausgleich, aber nichts draus gemacht. Nun Houghton. White. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball.
Nun Aslani. Stina Blackstenius. Jakobsson. Sie bieten sich an. Sehr guter Einsatz. Nein. Wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Es gibt Einwurf für Schweden. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Stina Blackstenius. Und die Flanke. Und da ist der Ball wieder weg. Auf außen ist Platz. Da ist die Hereingabe. Kein Tor. Das war natürlich eine Riesenparade. Unglaublich, was für ein Reflex. Ball draußen. Es gibt Einwurf für die Engländerinnen. Stokes. Da kommt der Schuss. Kein guter Abschluss hier. Jetzt gibt es den Endspurt. 3 Minuten Nachspielzeit. White. Guter Pass. Sie zieht ab. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus. Und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Der Abschluss hier natürlich kein Problem. Nee, aus der Distanz nun wirklich nicht. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Zur Pause eine scheinbar beruhigende Führung. Es steht 2:0, aber sie müssen weiter konzentriert bleiben. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Fridolina Rolfö. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Da hat sie die Möglichkeit zum Abspiel. Super dazwischen gegangen. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Jakobsson. Und jetzt haben sie den Ball. Rubensson. Nun Aslani. Stina Blackstenius. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Und Aslani. Nilla Fischer jetzt. Rubensson. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Schöner Pass. Und da zieht sie ab. Der geht an die Latte und zurück ins Feld. Jakobsson. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Rubensson. Nun Aslani. Erneut ein guter Pass von ihr. Und das ist nicht das erste Mal heute. Stina Blackstenius. Sehr gut aufgepasst. Stokes. Kirby. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Der Versuch. Kein guter. Gute Freistoßposition. Das ist eine gute Chance. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Freistoß aus gefährlicher Position. Das könnte durchaus was werden.
Schöner Versuch. Der Versuch aus der Distanz. Das war knapp. Wenn da das Tor fällt, dürfen Sie sich nicht beschweren. Das war eine knappe Angelegenheit. Wir sehen es hier nochmal. Der Versuch war richtig gut. Und da sieht man deutliche Erleichterung in einigen Gesichtern. Da fehlte wirklich nicht viel. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Und Fischer. Rubensson. Scott. Entschlossen geklärt. Zu lang. Pass auf die Außenbahn. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Kirby. Scott. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Nicht gut verteidigt. Gibt's jetzt die Torchance. Und da ist der Ball wieder weg. Stark, das war's mit der Chance. Einwurf für die Schwedinnen. Ball bei Fischer. Rubensson. Jakobsson. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. White. Ja, schwacher Ball hier. Da ist das Ding. Ja, so weit sind wir noch nicht. Ne? Den Pokal gibt es dann erst noch. Jetzt gibt es erstmal das Siegertänzchen hier unten auf dem Platz und auf den Rängen. Frank Buschmann tanzt mit. Ein ausgezeichneter Tänzer, wie wir alle wissen, wie ich persönlich auch weiß. Ja, aber wir müssen ja immer so ein bisschen die Distanz wahren. Wir sollten die Distanz wahren, aber du kannst dich dem hier ja gar nicht entziehen, wenn du das erlebst, was gerade abgeht. Also tanzen wir eben mit. So, wir nehmen Aufstellung. Buschi, du sitzt noch. Wir können ein bisschen aufrecht sitzen. Wir machen auch die Krawatte. Wenn ich den Leuten zurecht beschreiben würde, wie du hier schon wieder stehst, vom linken aufs rechte Bein und zurück, so wie die da auf dem Podium, so zappelt der Fuß hier rum. Ich sitze hier in aller Ruhe. Ja, ja. Ich sitze hier in aller Ruhe. Und im Himmel ist Jahrmarkt. So wie für die, das ist natürlich ein Riesenerfolg. Und jetzt ist der große Moment endlich da. Da ist das Ding. Gratulation. Glückwunsch. Teil in die Kurve zu den Treuesten der Treuen und zu denen, die sich mutmaßlich am meisten freuen. Ja, das sind die, die immer da sind. Übrigens auch in den Momenten, wo es keine Trophäe in die Höhe zu retten gibt. Die sind immer da und für die ist das logischerweise ja, Party, Feiertag, Weihnachten, Ostern, alles. Anpfiff und los geht's. Ecke kommt rein. Das Tor. Wichtig, ganz wichtig. Sie sind vorne.
Stina Blackstenius. Jetzt vielleicht. Oh, war das knapp. Die Riesenchance zum Ausgleich, aber nichts draus gemacht. White. Guter Pass, das könnte... Sie zieht ab. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Freistoß aus gefährlicher Position, das könnte durchaus was werden. Schöner Versuch. Der Versuch aus der Distanz, das war knapp. Wenn da das Tor fällt, dürfen Sie sich nicht beschweren.